Ich weiß nicht, ob man es hört, aber mein Bauch, der knurrt abartig laut. Da haben wir einen Mangel. Warum wohl? Wahrscheinlich wegen dem, dass die Leute so ungebildet sind, aber ich bin mir nicht sicher. Straßenbahnen sind einfach zu bauen und sehr effektiv. SimCity used Straßenbahnen. It's very effective oder so. Very effective. Oder leck mich doch am Arsch. Da haben wir eigentlich alles hinbaut, was geht. Machen wir hier mal schauen, was brauchen wir da? Bildungsabteilung. Und für die Bildungsabteilung brauchen wir hier noch ein paar Leute, die wir bald haben. Sich alle freuen hier, was ist los? Langsame Feuerwehr. Ja. Dann machen wir halt da noch ein weiteres Ding hin und stellen wir so ein Schild drauf. Bald haben wir's. Ui, das ist eine schöne Sicht. Halbwegs. Finde ich recht toll, dass man da so nah reinzoomen kann. Was ist das? Ich wollte schon immer einen Monster Truck Rally. Hey, sie sollten ein Gelände ein bisschen aufstellen. Seit wann wollen sie sowas? Aber ich will eigentlich kein Geringsmesse-Ding. Ich will ja eigentlich Tourismus machen. Und der andere wollte bestimmt hier wegen dem scheiß Brandenburger Tor. Wegen diesem scheiß Ding. Warum habe ich eigentlich die Things Edition, die bessere? Die Leute protestieren. Kein Strom? Kein Strom? Ach du Scheiße. Zu wenig Geld. Was ist da schon wieder? Verstopfte Rohre, laber nicht. Kein Geld! ja, dann müssen wir halt Kredit, ich weiß nicht, wie gesagt. Oh, ich habe ja schon alle drei. Kacke. Dann müssen wir halt ein bisschen Steuern erhöhen, wenn es sein muss. Minimal. Dün, dün. Dün, dün, dün. Dün. Solange wir da eigentlich kein Zeug haben, kann man das eigentlich schließen. Apropos. Schaut's da aus? Oh, sind ja nicht so viele Leute, wo zur Schule gehen. Er zeigt mir da schon immer die aktuellen an, oder? Weil hier stehen ja 600 von irgendwas. Vorhin war ja mal voll irgendwie. Stromausfall. Ja. Ich weiß, dass die Stadt gerade am Untergehen ist. Tut mir leid. Jesus. Die Stadt braucht Strom, die Stadt braucht Wasser, das Ding ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt und das ist kaputt. Ja, alles nur wegen dem Strom. Wenn der mal hinmachen würde, dann hätten wir ja kein Problem. Da unten ist schon wieder alles stromlos, weißt du? Wir wünschen nur Straßenbahn, wir wollen ja nur mehr Strom haben. Ausgeben, meine ich. Komm, Strom, jetzt, sofort! Die Stadt braucht dich! Strom! Ah, meine Gelenke knacksen. Hallo? Strom? Jetzt, Strom, komm, ein bisschen mehr noch. Ja, mehr! Schneller! Immerhin, die Schule hat wieder Strom und das Gemeindeding hat Strom und das Krankenhaus müsste auch Strom haben. Ja, die anderen Häuser sind mega.
Nee. Da die Schule hat Strom, das Ding. Langsame Feuerwehr. Die hat Strom. Laber doch keinen Humbug hier. Die haben doch keinen Strom. Die hatten doch gerade. Ach nee, die wollen Wasser. Die brauchen Wasser, weil das Wasserding kein, da unten keinen Strom. Ja. Da oben haben wir doch ein Wasserding. Ding. Wie schaut's da aus? Wasser, 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 Wasser. Die müssten doch Wasser haben. Da ist doch so ein Wasserding. Da, die pumpen doch da schön. Ich habe einen abartigen Überschuss. Wie sollte da kein Wasser sein? Nur weil das Ding keinen Strom hat, oder was? Nee, es hat Strom. Anscheinend. Ach Mann, Lappen, ey. Dann machen wir halt Nummel so ein Ding hin. Das Ding stand doch vorhin mal anders. Die richten sich ja anscheinend aus, oder? Ah, cool. Wusste ich gar nie, dass das Spiel so detailliert ist. So, Strom, los! Ja, mehr, 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 mehr. Komm, die paar Häuser noch. Und das Ding verstopft die Rohre. Ach ja. Dann machen wir da mal so ein Ding hin hier. Noch so ein Ding. Ah ne, das reicht vorerst. Was will er denn? Unsere Kläranlagentanks sind randvoll. Wir brauchen mehr davon, um Verschmutzungen vorzubeugen. Haben wir doch gerade hingemacht, Mann. Da, jetzt ist es doch. Geht doch. Ah, genau, jetzt. Oder ich mach mal doch sicherheitshalber noch einen Sinn. Man weiß ja nie. Jetzt habe ich zwar kein Geld wieder mal, aber man weiß ja nie. Da, jetzt ist es im grünen Bereich. Jetzt sollte er sich doch freuen. Und nicht nur er, sondern auch die ganzen anderen Stadtleute. Hier würde ich gern noch, aber ich habe kein Geld. Da steht schon wieder 1 von 7. Laber doch kein Bullshit. Oh. Verlassenes Haus wegen. Zu viele Opfer. Verlassenes Haus wegen. Wo ist es denn? Hm? Brand. Brand. Und da ist noch eins. Zu verkaufen. War es das Richtige? Ja. Da kam gerade Geld rein. Wie schaut's aus hier bildungsmäßig? Puh. Naja. Wie schaut's aus? Recycling-Merkel? Merkel-mäßig. Ach, die machen Recycling-Zeug. Dann kann ich das ja wieder anschmeißen, eigentlich mal. Und da machen wir mal vorerst. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den hier. Lass mal auf normal und verkaufen den Zeug nicht. Sammel mal erst einmal an. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Was? Hoher Bedarf, Gewerbegebiete. Es gibt Ladenbesucher, was? Die gerne einkaufen würden. Wenn sie jetzt weitere Gewerbegebiete austeilen, profitieren die neuen Läden davon. Ja, wenn er meint. Wo machen wir das hin? Hier haben wir eh schon so ein Gewerbestrip. Irgendwie komisch, dass hier solche Lücken sind. Naja. Was ist dies? Hallo Bürgermeister.
Wir hoffen, dass sie mit der Show wirklich tolle Arbeit leisten. Was für eine Show. Wenn sie es schaffen, die Sympathierate noch weiter zu steigern, bekommen sie von uns vielleicht ein kleines Geschenk. Glauben Sie, dass Sie der Herausforderung gewachsen sind? Ja! Sorgen Sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 40.000 liegt. Ach ja, dann kriege ich das Ding. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ich liebe da die Upgrades zu machen. Ich kann mal an einem Stück ewig viele machen, aber irgendwann mal schafft man es einfach nicht mehr. Oh ja, das würde ich nämlich gern jetzt machen. Aber vorerst müsste ich dafür hier ein paar Straßen reinziehen. So. Die kann ich halt nicht ganz durchziehen, weil da... Oder geht es da? Ja, es geht sogar. Da aber nicht. Dann kann man da ein paar mehr Einwohner hinmachen. Zack. So. Hiesige Geschäfte richten in der Stadt Zentralen ein. Gut, 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 gut. Langsame Feuerwehr, immer nur angeblich. Wenn sie nicht alle im Stau stehen würden, weißt du. Ach, weißt du was? Komm, dann machen wir hier mal. Dann lockt sich der Stau da vielleicht ein bisschen. Ach du Scheiße, hey, weißt du? Hätten wir eine Straßenbahn? Ja. So, wie schaut's da aus? Verlassene Gebäude, Grundbrand. Bei den Dingern weiß ich auch nicht, ob die jetzt hier jetzt richtig laufen oder nicht. Upgrades! Boom! Yippie-yay-yay-yay! Allgemeine Hochschule zur Petition zum Bau genehmigt. Ich würde ja jetzt gern eine normale, also Bildungsabteilung hinmachen, damit ich eine Uni oder ein Gymi hinbauen kann. Gerne hier so gegenüber. Oder auch erst die Sicherheitsabteilung. Tourismus, wie gesagt, ganz am Schluss. Verkehrsding, weiß ich nicht. Machen wir zuerst einmal das. Jetzt habe ich da... Oh, die freuen sich aber nicht. Wir haben keine Arbeit und müssen demnächst raus. Was? Arbeit? Von wegen... Jeder hat hier Arbeit. Schau mal, Arbeitslose Null. Nicht einmal Pendler, weil es hier keine andere Stadt gibt. Nicht besetzte Jobs. Ja, leck mich am Arsch. Das ist ja die Hälfte. Was heißt der Arbeitslose? Du musst doch eine Arbeit haben, alter Mann. Wie heißt der Schniedel? Ach nee. Allgemeine Hochschule. Ja, ich würde jetzt gerne ein Gymi bauen. Ich weiß nicht, ob ich dafür halt die Grundschule abreißen soll. Würde ich eigentlich nicht. Aber andererseits haben wir hier nicht einmal viel Platz. Hm? Ach so, ja, da ist der Park. Dann machen wir den halt mal weg, dann kann ich da die Straße reinziehen. Oh. Din, 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 din. Dann bauen wir das Gymi mal da unten hin. Ist doch auch geil, eine Schule am Strand. Was war dies? Oha, was für riesige Dinge. That's what she said. Wir stellen Leute ein und wir haben schon wieder Stromprobleme. Ja, leck mich doch langsam am Arschloch.
Komm, ein bisschen Strom kriegst du, bevor es Nacht wird. Bitte, 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 sonst haben wir über Nacht wieder keinen Strom. Ich höre die Dinger knackern. Na. Ah. Ja, komm, die Häuser noch. Ja. Jetzt läuft alles auf Batterie. Läuft mit Batterie. Die Dinger sind noch nicht einmal an irgendwie. Die Stadt braucht Strom. Ja, ja, wie schaut's da aus? Mangel an Arbeitern. Was? Oh. Hm. Ah, bitteschön, Arbeiter. Da kommt auch ein größeres Haus. Nicht so groß, aber größer immerhin. Hilfe, uns sterben die Mitarbeiter weg. Wir haben zu wenige Kunden. Das Geschäft läuft gut. Wahrscheinlich verkauft der das Zeug extrem teuer und deswegen gehen sie alle zu dem. So, Strom, Strom. Die Stadt braucht Strom. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Hm. Langsame Feuerwehr, ja, 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 ja. Klinik braucht Strom. Mangel an Arbeitern, Jesus. Geschlossen, ja, ja, am nächsten Tag werden schon mal die ersten kommen und da haben wir dann auch wieder Strom. Müssen wir halt einfach jetzt ein paar Stunden abwarten. Den kann man mal zurückzahlen. Wie schaut's da aus? Irgendwie haben wir gar kein Plastik. Sammeln die wirklich Plastik? Ja, eigentlich schon. Oder auch nicht? Nee, ich weiß gar nicht. Von der Seite schaut das irgendwie komisch aus. So schaut es viel cooler aus. Alter, brennt es? Ich wusste nicht, dass ein Stromkraftwerk mit... also ein Sonnenkraftwerk hier mit so einem Brennding. Das ist Dampf. Der Dampf war ganz schön rot. Das ist eindeutig Dampf, aber es sah irgendwie brennend aus. Jetzt haben wir wenigstens Strom, immerhin, jawohl. Ein leichter Überschuss, zwar gerade noch so im gelben Bereich, aber immerhin. Wir müssten dann halt auf was Dings. Da würde ich gern halt das, die Uni haben. Da können wir nämlich die hochwertigeren Sonnendinger da bauen. Die nehmen weniger Platz und bringen mehr Strom. So, jetzt sind alle wieder happy, wir haben Strom, wir kriegen da Mitarbeiter, es sind schon einige Leute im Unterricht. Machen wir mal die Standardsachen hin, so Schild und Fähnchen, Lama-Schule, der alte Running Gag. Busdepot, Turnhalle, noch ein Busding. Da passen einige rein, mal schauen. Oh toll, wenn sie nebendran bauen, das ist genauso wie bei uns letztes Jahr. Nur, dass es hier ein normales Haus ist und bei uns war das ein Hotel nebendran. So, wie schaut's da aus? Da blinkt der immer so. Was auch immer der will. Der will auch immer was, hier wegen... Ja, ja, ja. Da geht die Musik einmal ab hier. Yeah! Oder nicht? Die ging ja ganz kurz, gingen sie so voll ab und dann jetzt auf einmal doch nicht. Naja. Es werden, was? Raubüberfall im Gang. Die Glocken läuten. Schüttel die Glocken. Machen wir denn das Ding da? Dann machen wir da mal ein weiteres Streifenwägele hin. Mal schauen, fahren die gleich direkt los. Der andere kommt sogar noch her.